Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. In der letzten Folge ist mir ein Missgeschick passiert, dass ich die beiden hier zusammen hatte, aber die sich ja eigentlich nicht vertragen untereinander. Was wir hier noch machen müssen, ist auf jeden Fall hier noch die zuweisen, damit auch die mal so zwischendurch gescannt werden. Expedition ist noch on Tour. Unterwegs. Unser Suchonimus wird auch gerade gemacht. Wir sollten mal eben auf der Karte gucken, wie es denen so geht. Wenn der gerade hergestellt wird, der nächste. Bevor die durch den Zaun gehen. Kurze Pause. Berdo ist natürlich jetzt verärgert. Das ist schön für ihn. Auch noch genau das habe ich, ne? Ich brauche auf jeden Fall billigen Brutvorgang. Auf jeden Fall. Definitiv. Da setzen wir extra nochmal einen mit dazu an. Habe ich gar nicht drauf geachtet, wer jetzt so verärgert ist und wer nicht. Wir haben kaum noch Geld. Und jetzt sollten wir hier mal gucken. Die haben uns Geld mitgebracht, zum Glück. Leider können wir die ja nicht mehr verkaufen. Das konnte man in den vorigen Teil. So, wenn wir die beiden so machen, dann haben wir schon einiges geschafft. Ich muss unbedingt auch gleich Wissenschaftler hinlegen. Und der nächste Sturm dauert ja nicht mehr lange. Ja, während das halt gemacht wird, ich möchte halt die ganze Zeit wissen, wie es denen geht, was sie denn gerade so machen. Und nicht, dass sie durch den Zaun gehen. Auf jeden Fall sind sie ziemlich einsam. Hab halt Angst, wenn jetzt einer von denen noch stirbt, gleich, während ich den ausbrüte, dann hat sich das alles erledigt. Aber ich glaube, es sollte noch so hingehen, dass wir ohne Probleme das machen können. Ein Pterodon. Mehr haben wir wirklich. Können wirklich nur den Pterodon machen. Ach, müssen wir die noch einmal losschicken? Ist das ärgerlich oder ärgerlich? Expedition. Ich weiß gar nicht, wo das war. Das ist jetzt ein paar Sekunden her. Ich glaube, hier unten irgendwo. Ich mach mal eben den Filter auf Fischfresser. Es war ein paar Minuten her, als ich das gemacht habe. Na da. Ich kann mir das nicht leisten. Wir brauchen erstmal wieder Geld. So wird das sonst nichts. Und ich brauche auch einen Puffer, damit ich Probleme beseitigen kann. Wir ersetzen jetzt mal den Auftrag hier. Überwachung ist eine wichtige Disziplin im Sicherheitsgeschäft. Falls du dich fragst, ob ich dich bei der Erfüllung des neuen Ziels im Auge behalte, so kann ich das bestätigen. Jetzt versuchen wir uns an mehr Tickets verkaufen. Wie war das? Wir versuchen uns da dran. Super. Es läuft doch heute wie am Schnürchen, oder? Also, wie viele Sachen können jetzt noch schief gehen?
dass wir pleite sind. Das könnte noch passieren. Wir können jetzt wieder eine Zeit lang nichts machen, weil Geld passt nicht. Wir haben Sturm. Ach so. Und was ich vergessen habe. Ab in den Schutzraum, Leute. Ach Mist. Das könnte schon ein kleinen Ticken zu spät gewesen sein, oder? Was denkt ihr? Rein in die Schutzräume. Leute. Von geldlichen her, wir machen halt gerade ziemlich viel Minus. Kann der Sturm bitte jetzt wieder vorbei sein? Wäre nett. Ja, äußerst nett. Ah nein, das ist gar nicht gut. Kommt raus. Ah. Okay. Da werden zufällig Wissenschaftler rausgeworfen. Tut mir leid, aber das Angebot muss ich leider ablehnen. Ich verliere da die Hälfte meiner Wissenschaftler. Und bei Glück habe ich dann auch noch die guten weg. Er hat eine Verstauchung. Ich hoffe, das wird geregelt. Organtrauma. Geld. Kommt bitte rein. Ja. Es kommt rein. Haben wir Glück. Heil ihn bitte erstmal. Guter Saurier. Na klar. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Ist ja noch nicht schlimm genug gewesen, dass die sich hier bekämpfen. Nein, Organtrauma noch dazu. Ja, wenn wir uns hier nicht um ihn kümmern, verlieren wir Geld. Produkt in der Luft. Und da haben wir schon wieder das Problem. Jetzt wird er halt dann gleich hier rüber transportiert. Aber wir haben gerade kein Geld. Das ist mehr als ärgerlich. Wenn es halt darum geht, Wissenschaftler zu entlassen, möchte ich das gerne selber machen. Und da ist er zum Beispiel auf Platz 1 gleich. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich meine, klar ist er in der Genetik ziemlich gut. Er ist viel zu teuer. Raus mit ihnen. Wir können lieber dann mal nach einem billigeren gucken. In der vielleicht noch irgendwas Tolles mitbringt. Die hier zum Beispiel verringert die Aufgabendauer für Veterinäraufgaben. Schnellere Extraktion. Klar, wir haben jetzt nicht hier die besten Wissenschaftler in Auswahl, aber ich würde das einfach so erstmal lassen. Gucken, wie weit wir erstmal kommen. Aber wir konnten den uns auf jeden Fall nicht mehr halten. Wir haben ziemlich viel Verlust gehabt am Wissenschaftlern.
Von Kosten her. Bestätige Produktzustellung. Klar, niedrige Gesundheit. Ich weiß jetzt nicht, ob er da drinnen sterben kann. Ich hoffe mal nicht. Wie war das? Ich hoffe mal nicht. Ich hätte ihn mal lieber verkaufen sollen, oder? Ich hätte ihn doch lieber mal verkaufen sollen. Jetzt haben wir ein Problem. Können wir mal auf der Karte gucken. Rate mal, wer sich wieder einsam fühlt. Und die kosten ein bisschen was. Und Benzin brauche ich auch noch. Ich habe da eine schlechte Entscheidung getroffen. Die kosten definitiv was. Ach Gott. Kommt, bringt mir wenigstens hier mal ein bisschen Geld rein, damit ich vielleicht das erledigen kann. Treibstoff habe ich hier nicht mehr. Ärgerlich. Wir haben gerade ein Problem nach dem anderen. Die fühlen sich einsam. Sie werden gerade nur zu zweit gehalten. Ich hoffe nicht, dass sie jetzt gleich in der nächsten Zeit durchdrehen. Dann haben wir wieder eine niedrige Gesundheit. Das ist leider nicht wahr. Der Mosasaurus. Was hat er jetzt dann? Oder was hat der? Er wird geheilt und gescannt. Eine Krankheit, gut. Wir müssen hier definitiv einen kleinen Tinkenbenzin wenigstens reinmachen. Niedrige Gesundheit, das ist der Moser. Wird sich um ihn gekümmert? Ich hoffe. Eigentlich. Ach da. Die kümmern sich schon gerade um ihn. Ah nein, ey. Noch sind sie bei 80%. Wir brauchen das Geld langsam. Also es läuft gerade nicht so gut. Warte mal. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Die haben gerade das... Die Aufgabe, den zu behandeln. Ich bin jetzt auch nochmal eben selber einmal die Aufgabe. Vielleicht klappt das jetzt. Da läuft auf jeden Fall gerade was falsch. Irgendwas läuft hier gerade nicht. Wieso wird er nicht behandelt? Können die da mal ein bisschen sich drum kümmern gerade? Ich habe halt hier gerade mehr als nur ein Problem. Danke sehr. Es war ja auch gar nicht so schwer, oder? So. Dann habe ich jetzt auch die Aufgabe gegeben wieder. Suchonimus, ja. Also schon wieder eine Stelle, wo ich halt Probleme hatte. Erstens wegen den Scheiß... Entschuldigung für meinen Wortload, aber wirklich für den Scheißsturm. Dann überteuerte Wissenschaftler habe ich schon die ganze Zeit, das weiß ich, aber... Jetzt muss ich die nochmal eben ausruhen lassen hier.
Das ist nicht so toll. Überteuerte Wissenschaftler, dann auch noch ein Totensaurier, hier ein Totensaurier, Krankheit hier, Krankheit da. Das ist doch doof. Ich hoffe, es verbessert sich gleich wieder. Der Bionics, denen geht's ja gut, aber die sind halt einsam. Sind gerade zu zweit, zu dritt werden sie gehalten. Bin am Überlegen, dann auch gleich zwei auszubrüten von denen. Wenn's geldlich passt. Wenn nicht, dann müssen wir leider erstmal auf zwei bleiben. Klar hätte man die ganzen Probleme jetzt gerade besser lösen können. Ich hätte den Suchonimus, da ich ja das Geld nicht hatte, verkaufen können. Hätte einen neuen machen können. Hätte einen neuen reingesetzt. Fertig. Aber warum bekämpfen die sich bitte während eines Sturms? Das ist doch... Schlimmer kann es doch für einen nicht laufen. Meiner Meinung nach. Wir kriegen so schleppend gerade Geld rein. Das ist unfassbar. Unfassbar, sage ich nur. Komischerweise bleiben die bei 80%. Ich bin zufrieden, dass sie das machen. Das ist aber, glaube ich, nicht gerade gewollt. So, hier die Bücher, die sind anscheinend nicht mehr die attraktivsten. Die wechseln wir jetzt mal aus. Indem wir irgendwas anderes hier verkaufen. Plüschtiere sind hier auch nicht so erwünscht. Können wir hier vielleicht irgendwie... Wir kriegen da kein Geld rein, ne? Stopp. Ja. Ein Problem nach dem anderen. Ungesellig haben wir jetzt natürlich. Zwei Saurien. Kosten 2,7. Gut, dass ich das Geld nicht habe, ne? Ist das ärgerlich. Wir wollten auf den 5-Sterne-Park kommen. Wir haben Saurien erschaffen. Neue. Die Anziehungskraft ist nochmal um einiges höher gegangen. Nur die Gästezahl nicht. Warum nicht? Also 99% Gastkomfort. Hier ist die Wegekapazität. Überfüllung mit Menschen ist ganz weit unten. Und wir haben noch Platz nach oben. Also, daran liegt's nicht. Daran wird's nicht liegen. 4,5er Bewertung haben wir nur. Und ich wollte eigentlich noch ein Saurier freilassen, ne? Ich wollte ein Saurier als nächstes nochmal freilassen. Das können wir uns jetzt erstmal wieder so ein bisschen abschminken. Suchonimus muss erstmal her. Er kostet ja ein bisschen Geld. Billigere Brutvorgang. Der Davis, der ist schon lange bei uns. Ich befürchte, wenn ich das jetzt hier mache, dann kommt gleich der nächste Sturm, oder? Ich hoffe einfach mal nicht. Befürchten kann man ja vieles. Was dann am Ende eintritt, ist wieder eine andere Sache. Steht auf einem anderen Blatt Papier. Wenn nicht gleich irgendwie da irgendein Dinosaurier stirbt, krank wird oder sonstiges. Normalerweise hatte ich das eigentlich immer mehr so bei denen, bei den Flugsauriern, dass sie so krank wurden, verschiedene Krankheiten. Aber
dass auf einmal der Suchonimus eher so der aggressivere wird. Die haben sich damals in meinem anderen Park, was ich erstellt habe, nie bekriegt. Da hatte ich auch so 4 Stück von denen drin. Mit 2 Bionics noch zusammen. Gehege war in etwa das gleiche, was wir jetzt hier haben. Ja. Aber da kann man mal sehen, wie unterschiedlich meistens die Merkmale bei den Sauriern sind. Die wollen natürlich um den Alpha-Titel kämpfen, ist klar. Natürlich haben wir ein Leiden. Welches Saurier-Tierchen leidet jetzt denn wieder? Der Spinosaurus. Nein, wir brauchen da nicht jetzt irgendwas Spezielles für. Wird sich drum gekümmert. Gut. Da wird sich drum gekümmert. Wir sollten aber ein Ranger-Team mal eben sagen, desinfizier das mal eben bitte. Und da bin ich halt schon wieder bei diesem einen Punkt. Wieso machen die das nicht, wenn die halt Statusprüfungen machen? Ich muss ehrlich sagen, es würde mir um einiges die Arbeit erleichtern. Jetzt am 14. Juni war das, glaube ich, kommt ein Update raus. Beziehungsweise ein neues DLC. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich mir das holen werde. Ich denke mal aber ja. Dann ist das ja noch. Vielleicht beheben die da auch nochmal Sachen wieder. Wir haben jetzt auch wieder eine Krankheit. Hakenwürmer noch dazu. Also, er hatte gerade Kolibakterien und dann jetzt Hakenwürmer. Was kriegt er noch? Aber wir haben jetzt endlich mal wieder die 3 Suchonimosse. Wir hatten ein Alter von 8 Jahren. Hier haben wir bestimmt noch irgendeinen älteren. Der ist 0. Der Bionics, der ist bei 58. Und das war der 0-Jährige. Das war der 8-Jährige. Ne, das ist der 0. Das ist der. Ach du. Nee, ne? Ratet mal, wer als nächstes sterben wird. Ich will ja nicht drauf zeigen, aber. Er wird wohl der Nächste sein. Das heißt, wir können dann eigentlich, wenn wir halt Geld haben, gleich schon anfangen, noch einen auszubrüten. Gut. Das ist doch richtig toll. Wir wollten uns eigentlich darum kümmern, vielleicht noch einen Flugsaurier dazu zu bekommen. So. Und zwar ihn hier. Aber gerade fehlt es überall dran. An Geld. Und an, ja, lebenserhaltende Dinosaurier. Oder wie soll ich das benennen? Die Saurier sterben eher gerade so ein bisschen weg. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist Treibstoff. Aber ich würde sagen, das soll es auf jeden Fall für diese Folge gewesen sein. Wir hatten heute ziemlich viele Tiefs. Ich hoffe, beim nächsten Mal geht das dann wieder ein bisschen bergauf und dann können wir vielleicht auch eine Saurier erstellen. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.